In einem ersten Teil will ich über Sprache sprechen und über Wissen. Im zweiten Teil meiner Rede werde ich etwas zu Methoden sagen. Also wie man im Museum und zwischen Museen vielleicht etwas machen könnte. Vielleicht auch zur Stadt hin. Der Untertitel meines Vortrages lautet »Von Vögeln und von Menschen«. Museen sind Orte der Verknüpfungen. Sie funktionieren nur, wenn Bezüge hergestellt werden. Es geht dabei vor allem um Überlieferungswissen, das ist ein Begriff von Hinrich Lühmann, also was gewusst werden sollte, um einen Bezug herzustellen, um etwas zu verstehen. Also Kontext, Absicht, in Heimatmuseen der Gebrauch, in Naturkundemuseen die Schlafgewohnheiten, wie die Objekte ins Museum gekommen sind, Interessen, Konzepte, vor allem in Kunstmuseen und so weiter. Dieses Wissen soll weitergegeben werden, von einer Generation zur nächsten. Unterschiedliche Wissensbezüge werden relevant, unterschiedliche Bezugssysteme, Diskurse, wenn man das, was gesagt werden muss, nicht sehen kann. Also wenn Sie da hineingehen, so Fluxus, und Sie wissen nichts, dann wissen Sie nichts. Müssen Sie was lernen oder erfahren. Das ist das Unterweisungswissen. Es ist nicht sichtbar. Das Wissen ist aufgeschrieben, das mit dem Zusehenden oder auch mit dem gerade nicht Zusehenden verknüpft werden soll, wird wiederholt. Oder etwas wird gesagt, das aus irgendwelchen Gründen nicht gesagt werden sollte. Zum Beispiel, weil es die Illusion Museum und seine Neigung zur Naturalisierung in Frage stellt. Das ist ein Begriff von dem Oliver Machert. Also Museen sind Naturalisierungsinstitutionen. Das heißt, sie verdecken, wie sie zustande gekommen sind. Wenn Sie in ein Heimatmuseum gehen, dann werden Sie das sofort sehen. Aber ganz so einfach ist das ohnehin nicht mit dem Text, der da erzählt werden soll, mit den Bezügen, die hergestellt werden sollen. Sie wissen natürlich, wie politisch ambitioniert, wie machtvoll, wie interessiert, wie ausklammernd, wie genderspezifisch, wie von einer weißen Mehrheit hergestellt das Wissen, das tradiert werden soll, in der Regel ist. Es ist überhaupt nicht ohne Interesse, niemals neutral. Museen sind, mit Oliver Machert gesprochen, große pädagogische Einrichtungen, in denen etwas Bestimmtes gesagt werden will, anderes unsichtbar gemacht, eben einfach nicht gezeigt werden soll. Nur ein Hinweis. Die Geburtsstunde, also das waren jetzt die Anführungszeichen, der Museumspädagogik ortet der Museologe Gottfried Fliedl an der Stelle in der Geschichte, als Objekte widerrechtlich ins Museum gelangten. Zum Beispiel als Kriegsbeute und dann in einer bestimmten Weise mit Worten belegt werden sollten, die ihr Dasein im Museum rechtfertigen, begründen und ein bestimmtes Dominanzverhältnis legitimieren mögen. Dazu braucht es Text, dazu braucht es Sprecher. Es lohnt sich nachzusehen, wie Objekte ins Museum gekommen sind und was über sie gesagt werden soll oder gesagt werden will. Das ist genau ihre Stelle. Worauf ich hinaus will? Die Objekte sind da und werden mit Sprache beschriftet und dadurch erst sichtbar. Und auch wenn die Herstellung von Bezügen durch Bilder erfolgt, und das geschieht in Museen sehr oft, dann regiert die Sprache, denn diese ist als vermutlich wichtigster Teil des Symbolischen, das ist jetzt ein Begriff von Jacques Lacan, jene Dimension, die das Imaginäre zu strukturieren vermag. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Jacques Lacan, ein französischer Psychoanalytiker und Philosoph, schon gestorben, hat unterschieden zwischen drei Dimensionen, die sich überschneiden, und zwar dem Symbolischen, dem Imaginären und dem Realen. Da gibt es also das Symbolische ist Sprache zum Beispiel.
Das Imaginäre sind die Bilder, die Visionen, alles, was man im Kopf hat, was man träumt und so weiter. Und das Reale ist das, was nicht aufgeht, weder in Bildern noch in Sprache. Also, das Symbolische ist das, was das Imaginäre strukturiert. Sie kennen vielleicht Lawrence Weiner, den Konzeptkünstler, der sagte, ohne Sprache können Sie meinen Bart überhaupt nicht sehen. Sie sehen etwas, aber Sie wissen nicht was. Also Sie brauchen das Symbolische, Sie brauchen Sprache, um zu unterscheiden, zu differenzieren. Ich weiß nicht, ist das jetzt irgendwie ein bisschen klar geworden? Auf das Reale komme ich noch zu sprechen. Das ist nämlich gemein, das Reale ist wirklich gemein, weil es sich nicht darstellen lässt. So, und jetzt kommt das Publikum. Und mit dem Publikum wird es unvorhersehbar und spannend. Denn das Publikum hat Sprache und es hat Bilder. Und es ist natürlich genauso dem Realen ausgeliefert. Und es wird mit dem Wissen des Museums konfrontiert und baut sein eigenes Wissen, seine eigenen Bezüge. Das geht gar nicht anders. Also den Bezug, der hier gebaut wird, können Sie sehen. Mich interessiert an dieser Stelle vor allem ein Wissen, das nur jeder und jede Einzelne entwickeln kann und das ein anderes Wissen ist als das erwähnte Unterweisungswissen. Hinrich Lühmann spricht von Rede- oder Körperwissen. Da ist das Körperwissen, ganz deutlich. Und wenn er darüber spricht, macht er ein Redewissen. Man kann auch von individuell produziertem Rede- oder Körperwissen sprechen. Also, ich versuche mal nicht zu viel zu extemporieren. Wenn Sie mit Kindern in eine Ausstellung gehen und die stehen vor einem Bild oder vor einer Arbeit und sagen, ah, genau, das habe ich schon einmal gesehen. Und dann fangen sie an, Wissen zu entwickeln, das nur sie an dieser Stelle entwickeln können, also nur der Junge oder das Mädchen, das spricht, weil es eine bestimmte Art der Geschichte hat, durchtränkt ist mit Bildern und eine eigene Sprache hat, dann kann man von Rede- oder Körperwissen sprechen. Und das ist ganz schwer, das rauszuholen, das wissen Sie auch wahrscheinlich. Da brauchen Sie sehr viele Kunstgriffe, um Leute dazu zu bringen, selbst etwas zu formulieren. An dieser Stelle taucht eine Komplikation auf. Denn es geht ums Begehren. Da ist es auch sichtbar. Und das ist unvorhersehbar und hat mit Verstehen oft weniger zu tun als gewünscht. Ich sage ein paar Worte zum Begehren. Das Begehren ist eine Form des Wünschens. Es ist ein Motor oder der Motor des jeweiligen Subjektes. Es ist kompliziert, weil es a. nicht direkt erkannt werden kann, es zeigt sich immer nur, und b. es ist außen. Das ist anders gesagt etwas, das fehlt und deswegen wird weitergesprochen, bebildert, gehandelt. Also die allereinfachste und ursprünglichste Form des Begehrens ist das Wissbegehren und das ist die Neugier. Also etwas wissen zu wollen, warum ist es so und so. Dann entwickelt sich eine Frage. Sind wir schon wieder in der Sprache, ne? Bei dem Begehren haben wir es mit Wahrscheinlichkeiten zu tun und mit Blindheit und wieder mit Sprache. Wir haben es mit Bildern zu tun und etwas, das eben, ich zeige es Ihnen gleich, etwas, das nicht in Sprache aufgeht. So, jetzt sind wir beim Realen. Ich sage Ihnen mal, was das Reale ist. Das ist jetzt echt arg. Also wenn Jacques Lacan wurde einmal gebeten zu demonstrieren, was das Reale ist, dann hat er seine Tasche genommen und den Raum verlassen. Das Reale bleibt immer übrig. Also wenn Sie etwas sagen, dann bleibt immer etwas, das Sie nicht sagen können. Zum Beispiel, Sie sagen, ich liebe dich,
Ja, dann haben sie gesagt, ich liebe dich, dann freut sich der andere, aber dann müssen sie gleich wieder irgendwie weitermachen, um das weiter aufrechtzuerhalten. Also die ganze Geschichte ist voll, die ganze Gegenwart ist voll von diesen Versuchen, das Reale irgendwie einzuholen. Also das, was nicht gesagt werden kann, doch zu sagen oder doch zu zeigen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, das ist nicht aus dem Museum. Kennen Sie den Film Fenster zum Hof, also Rear Window von dem Alfred Hitchcock von 1954? Ich habe nur ganz schlechte Bilder, aber vielleicht kennen Sie ihn. Das ist Jeffrey mit einem Fernglas. Also der ist ja der Protagonist. Der Protagonist ist ein Fotojournalist und er ist wegen eines gebrochenen Beines ans Bett gefesselt. Er verbringt seine Zeit am Fenster, es ist unheimlich heiß in New York und beobachtet zum Teil mit einem Fernglas ausgerüstet das Leben seiner Nachbarn im gegenüberliegenden Haus. Ein jung vermähltes Paar, ein altes Ehepaar mit Hund, eine einsame Frau, eine junge Tänzerin, sehr verführerisch, ein jung vermähltes Paar und so weiter. Jeff selbst wird geliebt von der geradezu perfekten Frau Lisa, das sehen Sie, das ist Grace Kelly, die den ruhelosen, immer reisenden Fotografen heiraten will. Ein Dilemma. Im Film, und jetzt kommt's, wird das Begehren von Jeff, des Protagonisten, in den Fenstern der Nachbarn wie auf Leinwänden bzw. wie in bewegten Bildern aufgeführt. Also er sieht alle Formen von Partnerschaft, wie sie glücken, wie sie scheitern. Also bei dem jungvermählten Ehepaar wird immer das Rollo runtergezogen, da sieht er eh nichts. Und dann Hitchcock, ne? Also Jeff wird Zeuge einer Ehegeschichte. Links sehen Sie Torwald und rechts ist seine Frau, die ans Bett gefesselt ist. Und jetzt beginnt die Krimi, also die Szene. Jeff unterstellt, dass der Torwald seine Frau umgebracht hat. Da gibt es dann alle möglichen Indizien, die der Jeff beobachtet. Ich sage jetzt nicht mehr dazu, ich empfehle einfach den Film. Sie können den im Internet runterladen und sofort anschauen. Es ist toll, also wirklich, genau. Museen sind so ähnlich. So, Sie gehen durch das Museum und sehen. Und das, was Sie sehen, sind Bilder oder Inszenierungen, die zu Bildern zusammenfügbar sind. Und das, was Sie sehen, ist nichts anderes oder es kann nichts anderes. Es kann sein, dass Sie Ihr eigenes Begehren sehen. Dann verlieben Sie sich in das Bild oder dann schauen Sie nach, was ist da. Dann fängt die Neugier an zu arbeiten, das Begehren, also weil das Begehren ruft Sie geradezu. Da, schau her. So. Also Sie sehen, da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die sichtbar sind und unsichtbar sind. Und Sie als Vermittler und Vermittlerinnen sind ganz stark damit konfrontiert, weil Sie mit den Menschen konfrontiert sind und damit, dass die reagieren. Die sagen dann, nö, bäh, pfui, will ich nicht hinschauen. Wenn Sie sagen pfui, dann sind Sie schon da. Ne? Wenn Sie gelangweilt sind, dann ist da nichts. Also Langeweile ist nichts anderes als kein Begehren wiedergefunden außen. Aber wenn Sie neugierig werden, dann können Sie darauf reagieren, also als Vermittler. Dann können Sie zumindest hellhörig werden und da drauf einsteigen. So, jetzt habe ich schon sehr lang geredet. Ja? Okay, weil jetzt komme ich nämlich erst zu Teil 2, jetzt wird es konkret. Ich komme zu den angekündigten Methoden. Also, wie man im Museum und zwischen Museen und vielleicht in der Stadt etwas machen könnte. Und weil keine Methode jemals garantiert die richtige ist, man kann es immer nur versuchen
werde ich in Beispielen sprechen. Also Sie kriegen ja den ganzen Tag Beispiele vorgeführt. Beispiele sind immer irgendwie daneben. Also es stimmt was und es stimmt was nicht. Es geht um Kunst, Sie werden es gleich hören. Und mit jedem Beispiel wird etwas angestoßen und etwas entgeht. Also ganz wie das Museum. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sollten wir Mitglieder der Gruppe Colibri fliegt, das ist der erste Vogel, in der Hamburger Kunsthalle, wir waren in Wien, einmal etwas von unserer museumspädagogischen Arbeit am Museum Moderner Kunst in Wien zur Diskussion stellen. Das war mir vielleicht wichtig, dass ich habe selbst 14 Jahre lang als Kunstvermittlerin gearbeitet. Also ich weiß ungefähr, ja, wie kompliziert und wie schön das ist, also wie wahnsinnig spannend das ist, das zu machen. Wir arbeiteten damals freiberuflich unter der Leitung von Heide-Rose Hildebrandt und waren am Museum quasi zu Gast. Wir bespielten das Haus von außen. Das hat dann auch einige Komplikationen nach sich gezogen. Wir haben uns dann umbenannt in Stördienst, weil in den Aufzügen Zettel aufgehängt wurden, das habe ich auch schon öfter erzählt, ne? Dass sich die sehr geehrten Besucher doch durch die museumspädagogische Arbeit am Haus nicht gestört fühlen mögen, weil wir da irgendwie uns natürlich völlig anders verhalten haben, oder wir haben uns, na, wir sind halt am Boden gesessen und haben die Kinder zu kompetent erklärt und so. Aber es gab natürlich die bekannten Sonntagsführungen um 11 Uhr. Wir waren, also es ist auch eine wichtige Sache, wir waren zwischen 8 und 11 Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen. Also wir aus diesem Projekt Colibri Flieg, Künstler, Künstlerinnen, einige Studentinnen der Kunstpädagogik, das war ich damals, eine Biologin, ein Physiker und andere Leute waren dabei. Monika Schwärzler, mit der ich gemeinsam eine Aktion für die uns zugewiesenen Multiplikatorinnen an der Hamburger Kunsthalle konzipieren sollte, ist Philosophin und heute Professorin für Ästhetik. Also so geht es mit der Geschichte. Wir dachten uns einen Ablauf mit dem Titel Verbindungen vorübergehend aus. Idee war, die Teilnehmerinnen paarweise zu animieren, sich zwei unterschiedliche Arbeiten aus der Sammlung auszusuchen und eine Verbindung in Form eines schwarzen Pinselsymbols aufzuzeichnen. Von hier aus gingen Gespräche los, also von diesen schwarzen Verbindungen über die Arbeiten, über die Leute, über die Art der Verbindungen, über den Kontext, über unsere Position und so weiter. Es gab genügend Gesprächsstoff und genug, das entging. Einige Jahre später wollte ich mit Studierenden der Universität Hamburg im Rahmen eines Seminars zur Kunstvermittlung herausfinden, ob die künstlerischen Arbeiten, auch da war unser zentraler Schauplatz die Hamburger Kunsthalle, irgendeine Relevanz in Bezug auf die umgebende Stadt hatten. Der Auftrag an die Studierenden, es waren alles Kunststudentinnen, lautete diesmal, sich paarweise oder auch allein für eine Arbeit aus der Kunsthalle, vorzugsweise der Galerie der Gegenwart, zu entscheiden und eine Verbindung zu einem selbstgewählten Ort in der Stadt herzustellen. Also Museum, Stadt. Einige Wochen später folgten die Präsentationen. Wir gingen ins Museum, suchten die gewählten Arbeiten, sprachen darüber und dann ging es in die Stadt. Je nachdem, in die Fußgängerzone, zu einer zwischen mehreren Fahrstreifen aufgestellten nackten Frauenfigur von Aristide Maillol. Es gehört eigentlich zur Hamburger Kunsthalle. Links und rechts fahren die Autos sehr schnell vorbei. Wir gingen in einen Sportladen, auf dem Bahnhofsvorplatz, in die Bahnhofshalle und so weiter. Ich erinnere heute die Verbindungen nicht mehr im Detail. Aber ich denke, das ist auch nicht so wichtig. Die Verbindungen waren vorübergehend und von unterschiedlicher Art und Dauer. Kreidezeichnungen auf dem Fußboden des Bahnhofs
oder ein Kiosk am Bahnhofsvorplatz mit eigenartigen Angeboten. Eine kurze Toneinlage durch die Lautsprecher im Sportgeschäft oder eine für die Teilnehmenden entwickelte Choreografie in der Tiefgarage des Museums. Manche wurden vorgeführt, bei anderen wurden verschiedene Leute aus der Stadt involviert. Wichtig war das, was die Studierenden ausgehend von den künstlerischen Arbeiten machten. Geht's noch immer? Behauptungen heißt mein nächster Teil. Denn allein das machte die Sache für die Teilnehmenden selbst relevant. Also nur die Art der Verbindung. Und für die anderen entweder nervig oder liebenswert oder interessant oder langweilig oder zu Widerspruch anregend, je nachdem. Also jetzt sehen Sie, da wird das Begehren in eine Form gebracht und aufgeführt. Und schon ist man mit seinem eigenen Begehren wieder da involviert. Wir gingen zurück ins Museum und sprachen mit ein bisschen Abstand darüber. Wir tauschten Bilder aus, Eindrücke, Einwände. Manches konnten wir nicht ansprechen, weil es zu persönlich war, weil die oder der Verbindungsherstellerin so viel von sich gezeigt hatte. Und damit, und das ist immer riskant, ne? Das ist das Risiko in der Kunstvermittlung übrigens. Es war ein wenig so, als würden wir an der Kunsthochschule besprechen und besprechend bewerten. Als handle es sich um künstlerische Arbeiten, ohne in einen Kunstdiskurs eingebettet zu werden. Das ist jetzt ein Hinweis in Richtung, was ist das? Was sind das für Produkte oder Dinge, die da entstehen in so einer Aktion? Für manche der Studierenden war die Aktion Teil ihrer künstlerischen Arbeit, für andere nicht. Aber was für alle galt, man schaute sich selbst und gegenseitig zu, wie etwas entwickelt und zur Diskussion gestellt wurde, wie Bezüge zustande kamen, was mit den Dingen geschah, wie Bewertungen entstanden, Diskurse, Kontexte. An dieser Stelle trage ich eine These vor und darauf bauten wir auch unsere Arbeit am Museum Moderner Kunst. Und die These hat etwas mit dem erwähnten Begehren zu tun. Was selbst ge- oder erfunden wird, wenn das jeweilige Subjekt auf ein eigenes Fragen stößt. Zum Beispiel, was mache ich in der verzwickten Situation, die schönste Frau der Welt zu lieben und nicht zu wissen, wohin mit ihr und mit mir. Also, dann wird eine Verbindung hergestellt, eine Bindung, die je spezifisch ist. Die Verbindung ist weder wahr noch unwahr. Sie kann je nachdem richtig oder falsch sein. Kommt darauf an. In diesem kommt darauf an, zeigen sich Logiken und historische plus kulturelle Normen und Wertungssysteme. Als hellhörige Vermittlerin oder als hellhöriger Vermittler kann man darauf zeigen, wenn die Gelegenheit nach solcher Erkenntnis ruft. Und ich behaupte weiter, das gilt für Kunst in den meisten Fällen. Und es gilt ganz allgemein, neugierig machen, was mit einem zu tun hat. Denn Neugierde, ich habe es ja schon gesagt, ist das Wissbegehren. Ob Heimatmuseum, Naturkundemuseum oder Kunstmuseum. Es gilt natürlich auch für die Straße, auch für die Straßenbahn, wo die Neugierde sich anheftet. Da kommt das Subjekt in Gang. Da wird es eventuell sich selbst sichtbar. Museen nun sind anders als die Straßenbahn, es sei denn, die Straßenbahn ist ein Museum, konzeptionell besondere Orte. Museen sind, so meine nächste These hier, Orte, die etwas mit Erkenntnis zu tun haben können. Und wann hat es bei dir Klick gemacht? Fragten letztes Jahr die Vermittlerinnen, die Teilnehmenden einer Tagung am Hamburger Bahnhof.
Nachdem letztere einige Stunden an unterschiedlichen Workshops teilgenommen hatten. Dieses Klick ist wie eine Rutsche in Richtung künstlerischer Arbeit. Kontext und einen selbst. Diesen Kontext in diesem Moment mitherstellen. Vogel. Wenn Sie von hier aus eine, also steht hier drauf, was es ist, aber wenn Sie von hier aus eine Verbindung zu einer Vogelhandlung herstellen, dann ist die Verbindung vielleicht banal und Sie werden die Vogelhandlung anders wahrnehmen. Und wenn Sie eine Verbindung herstellen zu einer Kantine, wieder anders und so weiter. Oder einem Naturkundemuseum oder einem Heimatmuseum oder einem anderen Objekt in einem anderen Kunstmuseum. Ich habe kürzlich eine Verbindung zu einer künstlerischen Arbeit hergestellt, in der es um den Geschmack bitter ging. Aber hat das etwas mit René Magritte zu tun? Die Vogelhandlung, die Kantine und so weiter? Nein, gar nicht. Oder vielleicht, jein. Und schon beginnen wir zu werten und zu streiten und die Verbindungen zu befragen. Und darum geht es, um das Befragen, das Dekonstruieren, das Platzlassen. So, wie viel Zeit habe ich noch? Gar nicht mehr? Ach so, dann können wir denn... Ha! Nein, ich habe so ein schönes Beispiel mitgebracht. Ich zeige an dieser Stelle noch ein Beispiel. Keine Kantine, keine Vogelhandlung, etwas ganz anderes. Ich bin auf den Geschmack Vogel gekommen.
Ich sah einige dieser Filme gelobt als Mehrkanal-Video-Installation im offenen Dachboden des OK, Zentrum für Gegenwartskunst in Linz, Österreich. Also so riesige Leinwände im Raum positioniert, 2x3 Meter. Nicht nebeneinander wie in Fenster zum Hof, sondern man konnte zwischen den Sängern herumwandern. Auf dem Weg dorthin war nur das Vogelgezwitscher zu hören. Meine Sympathie war schon da und sie wuchs mit den Bildern. Ich zeige das Video aus dem Internet meiner 10-jährigen Tochter und ihrer Freundin und lauere auf ihre Reaktionen. Ich erkläre, was sie sehen. Es kommt das Unterweisungswissen. Sie sehen Laiensänger und Markus Coates, der die Melodie von Vögeln, die er vorher aufgenommen hat, in Nordengland, aufschrieb und die Leute diese in normalem Tempo sangen bzw. pfiffen. Also eigentlich sangen sie sie. Markus Coates hat diese Filme anschließend so beschleunigt, dass die Menschen wie Vögel aussehen und wie Vögel singen. Also das ist wirklich alles gesungen, was sie gesehen haben. Die sprachliche Verbindung der Mädchen, das ist sehr lustig. Naja, kann man nachvollziehen. Meine Tochter spricht etwas mir völlig Unverständliches sehr schnell. Die möglichen Verbindungen haben eine Seite, die sich zum Subjekt hinneigt, eine, die sich zum Objekt hinneigt. Falsch. Das Objekt ist nur, weil das Subjekt ist. Es gibt kein Hi und Da, kein Gegenüber. Es gibt nur ein Ineinander, ein Ineinanderwerden mit Gilles Deleuze, der sagt, dessen Worte ich mir hier schon wieder ausborge, also ausborge, das habe ich ausgelassen, auf den gegenüberliegenden Fenstern in den Museumsobjekten. Also, es geht um ein Werden. Das ist so, der Deleuze erklärt das so wie mit Wespe und Orchidee. Die Wespe wird die Orchidee und dann gibt es diesen Geschlechtsakt eigentlich, also dieses Verbinden. Schreiben ist Werden, sagt Gilles Deleuze. Etwas sagen, vielleicht. Vielleicht auch etwas machen. Kommt darauf an, wie viel sich das Subjekt dabei selbst aufs Spiel setzt. Also wird, das heißt, sich selbst veräußert in einer Form, die ihm bislang unbekannt war. Lustig zu sagen ist relativ ungefährlich. Ein Durcheinander an Buchstaben zu produzieren, je nach Kontext und je nachdem, worauf gelauert wird. Also Schule, Vermittlungssituation, jetzt haben sie sich wieder selber, ne? Mutter, ich habe mich natürlich gefreut, ich fand es toll, dass man so reagiert. Mit dem bereits erwähnten Jacques Lacan kann man argumentieren, dass das Subjekt nur ist, weil es Sprache hat. Es baut sich seine Welt in Sprache und Handlungen und Sprache ist ja auch Handlung. Natürlich gibt es auch etwas jenseits von Sprache, das habe ich ja schon vorgeführt. Dann spricht Lacan vom Realen. Das, was sich nicht sagen lässt, was wir dauernd herstellen, weil wir verfehlen, weil es nie ganz stimmt. Darum machen wir weiter. Die ganze Geschichte der Philosophie ist voll von Worten über dieses Verfehlen. Museen auch. Lacan sagt, das Verfehlen ist der Motor, weil es nie ganz richtig, nie fertig ist. Machen wir weiter. Fröhliches Machen. Jetzt denken Sie vielleicht an Friedrich Nietzsche. Markus Coates, also der Hersteller dieser Videos oder Filme, mimt in seinen Performances Tiere. Er will, wie er sagt, möglichst nahe rankommen.
Er kleidet sich mit Fellen, macht Geräusche der Tiere nach und dann fragt er sein Publikum, ob es Fragen hätte. Also der ist total, Sie sehen, im Imaginären, im Symbolischen und im Realen, weil das geht überhaupt nicht eigentlich in Wirklichkeit. Aber wie man nachlesen kann, hat Marcus Coates es geschafft, oder sein Thema ist immer wieder Konflikte, also gesellschaftliche Konflikte, umzusetzen, zu übersetzen in Tierperformances und dann eine Sprache dafür zu finden. Und das glückt ihm. Das ist Kunst. Ende und Anfang. Ich komme zurück zum Museum und zu den Menschen. Ich gehe davon aus, dass Museen hervorragend dazu geeignet sind, um Verbindungen anzufangen, Bezüge herzustellen, Bezüge aller Art, summend, stumm, laut, unartikuliert, gezwitschert und so weiter. Kunst auch. Das ist eine einzige Einladung dazu, Bezüge herzustellen. Und diese eignen sich dazu, sich selbst bei diesen Bezüge herstellen zuzusehen. Aber das ist erstens eine Behauptung und muss zweitens erst gelernt werden. Die Menschen gehen ins Museum. Was suchen sie? Menschen sehen zum Beispiel Kunst, also das, was so genannt wird. Ich behaupte, sie suchen, etwas herauszufinden über sich und die Welt. Das ist schick, unterhaltsam, verspricht, mit Pierre Bourdieu gesprochen, Distinktionsprofit, also einen Profit, der auf der symbolischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene angesiedelt ist und heißt, ich kann etwas, was eine andere soziale Schicht nicht kann, nämlich ins Museum gehen und Kunst anschauen und dann Verbindungen herstellen. Das ist ein ganzes Kapitel. Also es kann auch um abstoßende Dinge gehen. Irritierende. Magritte sagte ja, es geht ums Rätsel. Also, man weiß wieder nichts. Man sieht und weiß gar nichts. Ne? Neulich war ich auf der Berlin-Biennale. Viele Menschen lungerten vor einem Film herum, der rätselhaft, irritierend und ziemlich unangenehm war. Das wollte man doch gar nicht sehen, was da gezeigt wurde. Aber die Gier des Auges, die Neugier, das Wissbegehren ließ weiter hingucken und weiter Bezüge suchen, Verbindungen verfliegend. Es geht immer weiter. Und wie? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus